Moin moin und hallo zu einem neuen Video. In unserer heutigen Parkvorstellung begeben wir uns in das französische Örtchen Marne-la-Vallée in der Nähe von Paris. Hier wurde im Jahre 1992 nach rund vierjähriger Bauzeit ein Resort eröffnet, inklusive einer eigenen Disneyland-Version für uns Europäer, Euro Disney. 1994 kam die erste Namensänderung, 2002 dann der zusätzliche zweite Park. In diesem Video soll es auch um beide gehen, den Disneyland Park und den Walt Disney Studios Park. Fangen wir auch direkt mal an mit dem klassischen Disneyland Park. Das erste, was im Gegensatz zum Disneyland in Kalifornien oder dem Magic Kingdom in Orlando auffällt, ist die Tatsache, dass der Parkeingang nicht unter dem Disneyland Railroad Bahnhof liegt. Hier befinden sich die Drehkreuze nämlich unter dem viktorianisch anmutenden, sehr sehr schicken 5-Sterne Disneyland Hotel. Habt ihr dieses durchschritten, steht ihr quasi in einem kleinen Innenhof vor der Bahnstation. Von hier führen Tunnel schnurstracks in den ersten großen Themenbereich, die Main Street USA. Diese Hauptstraße führt zum Mittelpunkt des Freizeitparks, dem ikonischen Schloss. Links und rechts in den wunderschönen Gebäuden, angelehnt an die Stadt Marceline in Missouri, in der Walt Disney aufgewachsen ist, gibt es unzählige Shops und Snacks. Hier wird am Ende des Tages wirklich jeder fündig, egal ob man Kleidung, Stofftiere, Pins, Porzellan oder Schmuck sucht. Im Normalfall laufen ja auch die Paraden entlang, aufgrund von Corona waren die bei unserem Besuch aber noch gestrichen. Am zentralen Hub vor dem Schloss angekommen, habt ihr die Qual der Wahl, in welchen Themenbereich es als erstes gehen soll. Der Park ist nämlich kreisförmig um das Schloss angelegt. Wir starten unsere Parkrunde im Uhrzeigersinn, also heißt unser erster Stopp Frontierland. Durch ein Fort betretet ihr das kleine Minenstädtchen Thunder Mesa. In dieser kalifornischen Gemeinde fand Henry Ravenswood Mitte des 19. Jahrhunderts Gold im Big Thunder Mountain und begann dies abzubauen. In den folgenden Jahren kamen immer mehr Goldsucher in den Ort, ein Saloon wurde eröffnet, Geschäfte kamen hinzu und die Thunder Mesa Mining Company wurde gegründet. Die gierigen Minenarbeiter haben die Rechnung jedoch ohne die indianischen Götter gemacht. Ein Erdbeben erschütterte den Ort, die Mine wurde geschlossen, Ravenswood und seine Frau kamen um und hinterließen ein riesiges Anwesen. Dies führt uns dann auch zur ersten Attraktion, Phantom Manor. Hoch oben auf einem Hügel thront das verfallene Herrenhaus und wartet nur auf neugierige Besucher. Diese Version der Haunted Mansion ist etwas düsterer und bietet eine minimal veränderte Storyline. Viele der Szenen wurden hierfür überarbeitet und entsprechend angepasst. Bei dieser Version der beliebten Themenfahrt geht es um Ravenswood-Tochter Melanie, die am Tag ihrer Hochzeit von ihrem Geliebten stehen gelassen wurde und seitdem durch das Anwesen streift. Das Problem an der Sache ist nur, ihr Vater hat ihn vor dem großen Erdbeben ermordet. Phantom Manor ist eine düstere Themenfahrt ohne Schockeffekte, die sich für fast die gesamte Familie eignet. Die Attraktion hat 1992 zusammen mit dem Park eröffnet, das Fahrsystem wurde von Vekoma gebaut. Der Ride bietet über 90 Animatronics und ist glasklar eine wundervolle und geniale Themenfahrt. Vorbei am Thunder Mesa Riverboat Landing, dem Anleger für den großen Raddampfer, geht es weiter zum Mineneingang und einem der Highlights des Parks, Big Thunder Mountain. Auch diese Version der beliebten Familienachterbahn ist anders als in den anderen Disney-Parks. Hier befindet sich die eigentliche Attraktion nämlich auf einer Insel. Auf dem Festland steigt ihr in den Minenzug aus dem Hause Vekoma und fahrt erstmal in einen Tunnel unter den See. Auf der Insel angekommen erwarten euch drei Lifthills, sehr viele Kurven und Weltklasse und äußerst detaillierte Thematisierung. Die über 1200 Meter lange Fahrt mit einer Fahrzeit von fast 4 Minuten macht einfach nur Bock. Das Layout an sich ist nicht das spektakulärste. Durch die Gestaltung wird das aber auf ein ganz anderes Level gehoben. Big Thunder Mountain gehört auf jeden Fall zu den besten Mine Trains auf diesem Planeten. Grandiose Achterbahn. Wahrscheinlich auch die beste der vier Ausführungen weltweit. Im
Normalfall befindet sich in diesem Bereich auch noch das große Theater mit dem König der Löwen Musical. Aus Corona-Gründen bei unserem Besuch, naja, ihr könnt es euch ja denken. Mittlerweile läuft die Show aber wieder. Auf geht's in den nächsten Themenbereich, dem Adventureland. Dieses Areal widmet sich großen Abenteurern, seien es Indiana Jones, die Familie Robinson oder Jack Sparrow. Der Eingangsbereich entführt die Besucher in die orientalische Märchenstadt Agrabah. Als Attraktion findet man hier den Walkthrough Le Passage Enchanté d'Aladin. Hier lauft ihr an Schaufenstern vorbei, die mit Miniaturen und kleinen Animatronics die Geschichte des Films Aladin nacherzählen. Tolle, süße und kleine Attraktionen, die man gerne mal übersieht. Wir bahnen uns einen Weg quer durch den Dschungel und landen an einer riesigen Tempelanlage und einer der eher mittelmäßigen Attraktionen im Disneyland. Indiana Jones and the Temple of Peril. Optisch macht der riesige Tempel mit integrierter Achterbahn sehr viel her, aber leider kann man das von der Fahrt nicht behaupten. 1993 wurde diese Achterbahn von Intamin und Giovanola eröffnet und bietet als Highlight einen sehr intensiven Looping. Die größte Besonderheit dieser Bahn waren wohl die Jahre 2000 bis 2004. Da fuhren die Züge nämlich rückwärts. Ich kann mich auch daran erinnern, dass das irgendwie super spaßig war. Das Layout ist das einer klassischen Looping-Achterbahn von Pininfarina, hier nur eben von Intamin gebaut. Leider stören die wuchtigen Schulterbügel dank nicht so toller Fahreigenschaften extrem. Sieht fantastisch aus, macht aber leider nur mäßig Spaß. Eine der wenigen Disney-Attraktionen, die man nicht unbedingt nochmal fahren muss. Vorbei am Baumhaus der Familie Robinson, von dem ihr bei gutem Wetter sogar Paris sehen könnt, und vorbei an der Adventure Isle inklusive riesigem Schiff und der Totenkopfhöhle geht es in Richtung einer großen Festung. Hier haben sich die Piraten niedergelassen und entführen die Besucher in eine Welt voller Seeschlachten, Strände und Schatzkammern. Richtig, es geht natürlich um Pirates of the Caribbean. Bei dieser Weltklasse-Themenfahrt handelt es sich um eine abgewandelte Version der Originalattraktion im Disneyland Anaheim. In 24 Personen fassenden Booten von Intamin begebt ihr euch auf eine Reise durch die Welt der Piraten. Über 110 Animatronics und sehr viele Licht- und Wassereffekte erwecken diese über 10 Minuten lange Fahrt zum Leben. Man kann nichts anderes sagen, außer grandios. Die unterschiedlichen Szenen und Stile, die Anzahl an sich fantastisch bewegenden Animatronics, die Atmosphäre, der Soundtrack, die Ausleuchtung. Glasklar eine der besten Attraktionen aus dem Maushaus. Auf gar keinen Fall verpassen. Und solltet ihr nicht genug von Pirates bekommen, dann schaut ihr euch einfach die Filme an. Diese basieren nämlich auf der sehr beliebten Disney-Attraktion. Lassen wir das Abenteuerland hinter uns und begeben uns in ein Reich voller Träume und Magie, dem Fantasyland. Dieser Bereich befindet sich hinter dem Schloss und gehört mit Abstand zu den beliebtesten Bereichen in allen Disneyländern. Kein Wunder, hier kann die ganze Familie ihr eigenes Märchen erleben, die Mädchen zu Prinzessin werden und die Jungs auf Dumbo durch die Luft fliegen. Neben den klassischen Karussells befinden sich hier einige zuckersüße Themenfahrten, die man auf gar keinen Fall verpassen sollte. Den Anfang macht eine der beliebtesten Attraktionen im Disneyland, nämlich Peter Pan's Flight. Dieser Suspended Dark Ride, gebaut von Intamin, nimmt euch in kleinen Gondeln mit auf eine Reise ins Nimmerland. Ihr startet in Wendys Haus und fliegt über die Dächer Londons bis hin auf die Insel rund um die verlorenen Jungs, Captain Hook und Co.
Ein schnuckliger Schwarzlicht-Darkride mit wenigen Animatronics, dafür aber mit viel Atmosphäre. Ein wunderschönes Erlebnis für die gesamte Familie. Dies ist aber bei weitem nicht die einzige Themenfahrt im Fantasyland. Quasi gegenüber findet sich mit Le Voyage de Pinocchio Nummer 2 von 4. Hierbei handelt es sich um einen klassischen Darkride, bei dem ihr mit 6 Leuten pro Fahrzeug durch Szenen der Geschichte des Puppenjungen fahrt. Süße Thematisierung, verschiedene Animatronics, Soundeffekte und Schwarzlichtkulissen machen diesen Ride zu einer Attraktion, die man nicht verpassen sollte. Ebenso nicht verpassen sollte man Blanche-Neige et le Septenant, Schneewittchen und die 7 Zwerge. Hier kommt dasselbe Fahrsystem wie bei Pinocchio zum Einsatz, nur eben mit einer anderen Geschichte. Im Vergleich ist Schneewittchen genauso süß und toll, aber definitiv um einiges düsterer und könnte kleine Kinder eventuell gruseln. Die beiden Attraktionen liegen quasi direkt hinter dem Schloss und können schnell übersehen werden, also schaut euch hier genau um. Eine der flächenmäßig größten Attraktionen im Fantasyland ist das ikonische Alice Curious Labyrinth. Jeder hat bestimmt schon mal ein Bild der großen Grinsekatze gesehen. Das Labyrinth enthält einiges an Thematisierung, darunter auch diverse Animatronics, und verlangt euch einiges an Zeit ab. Ihr könnt hier gern schon mal über 20 Minuten brauchen, um alles zu sehen. Als Highlight werdet ihr dann im Schloss der Herzkönigin mit einer tollen Aussicht über das Fantasyland belohnt. Vorbei an der Teeparty des verrückten Hutmachers geht es in eine kleine Sackgasse, dem Storybook Land. Hier befindet sich neben der gemütlichen Bootsfahrt Le Pays de Conte de Fées, bei der ihr an verschiedenen Miniaturen aus Disney-Klassikern vorbeifahrt, die einzige Achterbahn in diesem Themenbereich. Casey Junior Le Petit Train du Cirque ist ein Powered Coaster aus dem Hause Vekoma, bei dem ihr in einem kleinen Zirkuszug Platz nehmt. Der Zug erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 45 km/h, ist damit also auch bestens für die Kleinsten in der Familie geeignet. Als Besonderheit kann man hier, glaube ich, den Zwei-Zug-Betrieb erwähnen. Das haben wohl die wenigsten Powered Coaster. Die letzte und wohl bekannteste Attraktion des Themenbereichs ist ein ultimativer Klassiker in der Disney-Welt. It's a Small World. 1964 wurde die Attraktion auf der Weltausstellung in New York eröffnet und nach Ende der Veranstaltung nach Kalifornien gebracht. Dort war die Anlage dann auch so beliebt, dass man die Bootsfahrt auch in anderen Parks installiert hat. Ihr fahrt vorbei an fast 300 Animatronics von Kindern, die in den verschiedensten Ländern dieser Welt landestypische Kostüme tragen und alle gemeinsam den Titelsong trällern. Ohrwurm-Garantie oder Gehirnwäsche? Eure Entscheidung. Lassen wir das Fantasyland hinter uns und begeben uns in den letzten Themenbereich des Parks, dem Discoveryland. Zur Zeit unseres Besuches war der Bereich leider umbaumäßig stark getroffen. Das Orbitron war zu und überall standen Bauzäune. Naja. Besonderheit des Bereichs im Vergleich zu den anderen Disney-Parks ist der Stil. Dieser ist nämlich einer fiktiven Zukunftsvision von Jules Verne nachempfunden. Vorbei an Autopia, der klassischen und allzeit beliebten Autopiste, geht es direkt zu Hyperspace Mountain. Hier sei direkt erwähnt, dass es beim Film Probleme an der Bahn gab und diese nicht mehr eröffnete, daher gibt's hier leider nur Bilder von außen. Bei Space Mountain handelt es sich um eine Abschussachterbahn von Vekoma, die 1995 eröffnet wurde. Ursprünglich basierte die Thematisierung auf der Reise von der Erde zum Mond, mittlerweile wird man im Inneren mit Star Wars konfrontiert. Die Bahn ist 32 Meter hoch, bietet einen sehr stilvollen Abschuss nach oben und beinhaltet 3 Überschläge und Onboard-Sound auf der 1000 Meter langen Strecke. Im Inneren warten Leinwände und einige Lichteffekte. Mit Star Wars echt cool,
aber irgendwie passt es nicht zum sonst so stilvollen Gesamtbild der Attraktion. Ich würde mir echt die erste Version zurückwünschen. Vorbei an der riesigen Indoor-Achterbahn geht es zum etwas versteckten 4D-Kino Mickey's PhilharMagic. Hier stiftet Donald wie so oft Chaos und benutzt ohne Erlaubnis Mickeys magischen Dirigentenstock. Alle Instrumente spielen verrückt und die tollpatschige Ente muss in den verschiedenen Disney-Meisterwerken den Stock einfangen. Ein wirklich schönes Best-of von Disney-Filmen, kann auch leicht übersehen werden. Eine Highlight-Attraktion, die 2017 überarbeitet eröffnet wurde, ist Star Tours The Adventure Continues. Der Simulator besteht seit 1992 und wurde vor ein paar Jahren redesigned mit besserer Auflösung, besserem Sound und neuem Videomaterial, welches zufallsbasiert über 70 verschiedene Fahrten ermöglicht. Ihr seid eigentlich nur Touristen bei der Flugagentur Star Tours, doch statt des Pilotdruiden hat C-3PO Platz genommen und das Abenteuer nimmt seinen Lauf. Alleine die Warteschlange mit den verschiedenen Animatronics ist eigentlich eine Attraktion für sich. Dazu kommt dann der geniale Simulator und eben Star Wars. Fertig ist ein All-Time-Classic und eine absolut perfekte Attraktion. Und ja, es gibt auch Fahrten, die sind nicht ganz so spannend, aber hey, dann steigt man eben nochmal ein. Die letzte Attraktion des Bereichs ist der interaktive Dark Ride Buzz Lightyear Laser Blast. Als Space Ranger unterstützt ihr Buzz beim Kampf gegen den bösen Imperator Zurg. Bei diesem Schwarzlicht-Dark Ride gibt es unzählige Ziele, jede Menge Animatronics und Spielspaß pur. Mit einem Hebel könnt ihr euer Fahrzeug auch drehen, so könnt ihr auch schwer erreichbare Ziele erwischen. Was soll man groß zu Laser Blast sagen? Es macht Spaß, hat eine gute Fahrzeit und ist eben Toy Story gewidmet. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das war's dann auch mit unserer Runde durch das Disneyland Paris. Was soll man sagen? Man hört ja oft, dass das Disneyland in Paris ja nur eine abgespeckte, schlechtere Version der amerikanischen Parks sei. Das würde ich so aber nicht unterschreiben. Das Disneyland Paris bietet mit Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Pirates oder Space Mountain ganz eigene Interpretationen der kultigen Attraktionen, die sich nicht verstecken müssen. Gerade Big Thunder Mountain sticht total heraus und ist, zumindest für mich, der beste Donnerberg. Ansonsten hat der Park für jeden was in petto und gerade die kleinen Themenfahrten wissen zu überzeugen. Bei unserem Besuch fanden leider keine Paraden, Shows oder das große Abendfeuerwerk statt. Gerade letzteres beendet eigentlich einen perfekten Disney-Tag. Nur für Wiederholungsbesucher bietet das Disneyland leider nicht so viel. Ich war 13 Jahre nicht vor Ort und im eigentlichen Park gab es exakt 0 neue Attraktionen. Da gilt es natürlich nachzubessern. Ich denke, das wird Disney in den nächsten Jahren auch in Angriff nehmen. Also, das Disneyland in Paris ist schon ein wirklich toller Park mit sehr detaillierter und großartiger Thematisierung und einigen sehr, sehr guten Attraktionen. Ob es einem der Preis wert ist, muss jeder selber wissen. Für einen erneuten Besuch können die gerne erstmal zum Beispiel eine Wasserbahn bauen. Splash Mountain. Das war es aber noch nicht vom Disneyland Paris. Neben dem Disneyland Park gibt es hier nämlich noch einen zweiten Anlaufpunkt, den ich aber nicht gerade als vollwertigen Freizeitpark bezeichnen würde. Den Walt Disney Studio Park. "2002 hat hier quasi ein zweiter Park geöffnet, um die Besucher länger an das Resort zu binden. Wie der Name schon verrät, hat man sich hier ganz dem Thema Film gewidmet und alles im Stile von großen Studios angelegt. Eigentlich sollte der Park schon 1995 als Disney MGM Studios eröffnen. Aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten wurde der Bau nach hinten verschoben und verkleinert. Im Park angekommen, laufen wir erstmal an einer sehr stilvollen Phantasialand-Statue vorbei auf das Studio 1 zu. Die,
ich nenn's mal Main Street, ist wie eine Soundstage mit Filmkulissen und Backstage-Einblicken gestaltet und bietet Shops und Restaurants. Verlässt man das Studio wieder, befindet man sich im eigentlichen Park und steht direkt vor der ikonischen Statue von Walt und Mickey. Wir gehen rechts herum in die Toon Studios und laufen geradewegs auf die ersten Attraktionen zu. Vorbei an den Flying Carpets over Agrabah, der letzten noch vorhandenen Attraktion von der Eröffnung des Parks und Cars Race Rally, geht es zur aktuell einzigen richtigen Achterbahn, Crush's Coaster. Geht mit Crush, der beliebten Schildkröte aus Findet Nemo, auf eine Reise mit dem ostaustralischen Strom vorbei an bekannten Figuren aus dem Film. Genau genommen verbirgt sich hier hinter ein Indoor-Spinning-Coaster aus dem Hause Maurer, der mit einer toll gestalteten Station und starkem Dark Ride-Part überzeugen kann, dann aber ein Kirmes-Layout mit Disco-Kugel im Innern bietet. Die Kapazität ist relativ gering und die Wartezeit sehr hoch. Kann man aber auf jeden Fall mal machen. Ich meine, so viel gibt's in den Studios ja eh nicht zu tun. Nun laufen wir auf eine große Figur von Buzz Lightyear zu. Was heißt das? Natürlich, wir sind im Toy Story Playland angekommen. Hier schrumpft ihr auf Spielzeuggröße und könnt in Andys Garten mit aus den Filmen bekannten Charakteren spielen. Buzz, Rex, Slinky, alle sind mit dabei. Der Bereich überzeugt mit sehr schicker, verspielter Gestaltung und vielen Objekten aus dem Toy Story Universum. Die erste Attraktion, der wir begegnen, ist der Toy Soldiers Parachute Drop, ein Intamin Para Tower. Hier werdet ihr von den grünen Soldaten rekrutiert für eine Fallschirmübung. Die Thematisierung ist richtig süß und verspielt, die Fahrt trotz 25 Meter Höhe auch für Kids bestens geeignet. Vorbei an Slinky Dog Zigzag Spin, der übrigens eine viel zu kurze Fahrzeit bietet, geht's zur zweiten, nennen wir es mal, Achterbahn des Parks, dem RC Racer. Hier nehmt ihr in einem ferngesteuerten Auto Platz und rast die Spielzeug-Halfpipe hoch und runter. Der Intamin Surf Rider ist 25 Meter hoch und wird via LSM angetrieben. Die Beschleunigung ist natürlich sehr familienfreundlich und eigentlich macht die Anlage auch Spaß, die Fahrt ist aber natürlich viel zu kurz und die normalerweise sehr hohe Wartezeit überhaupt nicht wert. Nun geht's ab in eine Sackgasse zu einer Attraktion, deren Umgestaltung ich so nicht mal Disney zugetraut hätte. Die Rede ist von Cars Road Trip, der ehemaligen Studio-Tour des Parks. Gab es hier früher mal Filmrequisiten zu begutachten, den Catastrophe Canyon, sowie die Herrschaft des Feuers, gibt's hier heute Cars. Na gut, der Canyon ist geblieben, aber der Rest wurde quasi gelöscht. Nun fahrt ihr vorbei an Sehenswürdigkeiten, beziehungsweise an Schildern davon, während eure Guides spektakulär davon erzählen. In den Canyon, der quasi nur angepinselt wurde, und wieder vorbei an ein paar Figuren. Ja, das war's. Eigentlich besteht die Attraktion nur noch aus dem immer noch spektakulären Canyon, den Rest könnte man sich sparen. Die Thematisierung ist eher mäßig, die Animatronics mies und das Konzept halt einfach notgedrungen, weil man irgendwas Neues bieten musste. Gehen wir wieder raus aus der Sackgasse und biegen beim Toy Story Playland in die andere Richtung ab. Wir befinden uns nun in Frankreich, also quasi eine Frankreichception. Hier befindet sich eine 2014 eröffnete Attraktion zu einem Pixar-Film aus dem Jahre 2007. Die Rede ist natürlich von Ratatouille, bzw. Remy's Ratatouille Adventure. In diesem zuckersüßen Dark Ride werdet ihr auf die Größe einer Ratte geschrumpft und begleitet Remy und den Geist von Gusteau beim Zubereiten ihres weltbekannten Ratatouilles. Dabei geht natürlich einiges gehörig schief. Die Thematisierung ist sehr liebevoll und detailreich. Die 3D-Filmsequenzen haben allesamt eine gute Qualität und der Ride macht Spaß. Aufgrund der mehreren schienenlosen Fahrzeuge bietet die Attraktion auch eine gute Kapazität und somit humane Wartezeiten. Definitiv ein Must-Do in den Studios.
Kommen wir nun schon zur letzten großen Attraktion des Parks und meinem absoluten Liebling im Disneyland Paris, dem Twilight Zone Tower of Terror. Unübersehbar ragt das alte Hotel seit 2007 über den Park und wartet nur auf waghalsige Besucher. Im Hollywood Tower Hotel sind über mysteriöse Weise Gäste verschwunden, die während eines Gewitters den Aufzug nutzen wollten. Ihr begebt euch durch die großartig gestaltete Lobby in die Bibliothek, in der ihr eine kurze Pre-Show mit Einführungsvideo anschaut und geht dann in den Heizungskeller zu den Serviceaufzügen. Habt ihr im Aufzug Platz genommen, beginnt auch schon der ultraspaßige atmosphärische Ritt. Seit 2019 gibt es neue Story-Sequenzen, die die alten quasi ergänzen, und neue zufallsbasierte Fahrtabläufe. Das Fallgefühl, dieses verrückte, spaßige Auf und Ab gepaart mit der sehr stylischen und atmosphärischen Storyline, der Musik, der Beleuchtung, den Tower muss man einfach lieben. Ein perfekt gestaltetes Airtime-Monster, das ultimative Must-Do im Park und für mich immer noch eine absolut perfekte Attraktion. Das war es dann leider auch schon mit den Studios. Wie anfangs schon erwähnt, ist das Angebot aktuell sehr, sehr mau. Besserung ist aber in Sicht. Der Avengers Campus mit dem umgestalteten Rock'n'Roller Coaster und Spider-Man Webslingers soll 2022 eröffnen, ein Frozen-Themenbereich und Star Wars dann später, selbst wenn die Bereiche verschoben werden. Immerhin ist eine Änderung in Sicht. Ansonsten bieten die Studios aktuell nur zwei richtig, richtig gute Attraktionen, den Tower und Ratatouille. Und ansonsten ganz solide, aber nicht gerade spektakuläre Kosten. Einen ganzen Tag kann man hier nicht verbringen, aber dafür gibt's ja die Hopper-Tickets, mit denen ihr wieder zurück in den Hauptpark wechseln könnt. Das war's dann jetzt auch mit dem Disneyland Paris. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet einen guten Eindruck beider Parks bekommen. Danke wie immer fürs Zuschauen und denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren, Video teilen und Spaß in den Freizeitparks dieser Welt haben.